Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, es gab ja in den letzten Tagen ein paar technische Probleme mit den Livestreams. Deswegen werde ich jetzt weniger über die Elgato streamen, sondern mehr, wenn ich Livestreams mache, über die Konsole. Es geht mir einfach ein bisschen auf den Sack, das ist mir irgendwie zu blöd. Die ganze Zeit, dieses ganze Rumgemenge da mit den ganzen Kabelkrams hier, finde ich persönlich halt einfach scheiße. Und deswegen habe ich mir jetzt die Kamera für die PlayStation 5 geholt. Ja, und dann streamen wir einfach immer, je nachdem, ob das halt erstmal ein bisschen später kommen soll. Wenn ich jetzt irgendwelche Projektparts streame, dann mache ich das dann erstmal auf Twitch und ein bisschen später irgendwann kommt es dann auf YouTube. Und ja, wenn es halt nicht irgendwie eine Folge ist, sondern halt ja einfach so ein Livestream ist, dann werde ich das dann ganz einfach mal easy immer auf YouTube machen. Ja, weil man hat ja leider nicht die Möglichkeit, einen Custom-Server auf der Konsole anzusteuern. Ne, mit eigenem Stream-Key und so, ne? So diese Geschichte, sonst würde ich halt auch gerne über den Restream-Server gehen. Aber ja, das funktioniert leider nicht. Ja, deswegen machen wir das halt entweder, wie gesagt, auf Twitch oder auf YouTube. Je nachdem, was gerade Phase ist. Genau. Ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange los. Ich packe das Gerät aus und dann schauen wir uns das mal an. Boah, der Kleber ist aber gut. Ja, hier ist die offizielle Kamera. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Monitore tun ganz schön überbelichten. Aber gut, es geht noch. Also sieht die aus. Ja. Irgendwie so ein Kleber wieder drauf gemacht. Gucken, ob ich den jetzt. Ach, ich hole direkt Messer. Komm, scheiß drauf! Bringt ja nichts. So. Plastik. Weg damit. Da, ja, das ist der leere Karton. Wunderbar, dann haben wir hier noch mehr Karton. Natürlich, wie soll es auch sein. Dann haben wir hier noch... Oh! Halb Wikipedia haben wir hier auch dabei. Cool! Das ist, glaube ich, Teil 1 von 2 der Wikipedia-Seite. Nice! Und hier haben wir die Kamera in der Plastiktüte. So, haben wir hier... Ne, die ist nicht getrennt, die ist... Oh, die ist deutlich kleiner, oha. Nehmen wir eine Folie. Oh, Leute, hört mal. Ist das nicht ein geiler Sound? So. Ja, hier ist die Kamera. Tatsächlich relativ klein, cool. Kann man die... Ach, warte mal, noch eine Folie. Oh, warte, Leute. Hey, warte mal. Sag mal! Ja, dann bleib halt dran, ist mir auch scheißegal. Ach, okay, aber man kann es halt verstellen. Okay. Ist eigentlich ein Mikrofon drin? Ich weiß es gar nicht. Nö, ich glaube nicht.
Ja, dann haben wir hier noch so ein paar anderen Schrott. Ich kriege echt das scheiß Plastikding nicht ab, ey. Das. Für was will mich das verarschen oder was? Lass mal weg. Das ist ja unglaublich. Okay, das ab. Okay, dann haben wir hier das USB-Kabel. Ja, scheint lang genug zu sein. Alles klar. Mach mal die Kamera auf den Monitor. Beziehungsweise an die Konsole fest. Muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie man mit was festmacht. Aber whatever. Ja. Ich mach's da hinten mal rein. Und ein der USB-Ports. Okay, ist angeschlossen an Konsole. Aber auf dem Monitor, weiß nicht, guck mal, das ist ein bisschen blöd hier. Aber man sieht gar nichts, wenn der Monitor an ist. So, jetzt sieht man sie, glaube ich, obwohl die ist auch so recht. Weil hier ist sie. Ja, die hängt also ein bisschen über dem Monitor, das finde ich halt nicht so geil. Aber gut. Was willst du machen? Ach doch, jetzt geht er an. Ich dachte schon, der Monitor geht nicht mehr an. Ah, super, die Kamera ist abgegangen. Oh, ich hasse dieses Schraubgewinde. Er hält einfach die Kamera nicht. Super, cool. Ah doch, jetzt hält sie wieder. Oh, mein Gott, ich hasse das mit der Kamera hier. Okay, jetzt hält sie zumindest wieder. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal von diesem Modus in den Kameramodus von der Konsole und dann machen wir die Konsole mal an und dann schauen wir mal, was abgeht. So. Zack. Einmal gewechselt und dann machen wir mal die Konsole an. Ja, Bild klappt schon mal. Ton müsste jetzt auch klappen, weil ich halt nicht mit Headset aufnehme, dann klappt das halt. So irgendwie sollte es auch anders halt auch klappen, aber es klappt halt nicht. Oh, was laden wir da gerade runter? Oh, für Amazon Prime, war cool. Dann gehen wir mal als offline in meine Konsole. Und dann, ja, checken wir mal die Kamera. Wunderbar, kann das mal bitte weggehen? Einstellungen. So, übertragen. Audiokamera. Auf Gesichtfokus. Auf dein Gesicht neu fokussieren. Oh, warte mal. Hallo. Wunderbar, so, jetzt ist es sehr fokussiert. Größe, klein, machen wir mal mittel. Autokey. Chroma Key. Vielleicht kann ich ja hier Auto-Key benutzen. Ja, ist vielleicht eigentlich nicht mal so scheiße. Oh, kann man auch noch drehen. Wunderbar. Effekt. Oh, Minecraft. Aha. Oh, lol, als ob man hier so coole Sachen machen kann. Ein bisschen, ja. Gar nicht mal so scheiße. Aber machen wir mal keinen. Helligkeit können wir ja einstellen. Das können wir einstellen. Ja gut, das sind jetzt nicht die Standard-Lichtverhältnisse hier. Ah, keine Ahnung. Overlay. Chat anzeigen. Ja, so passt's. Sprachausgabe für Chat. Normal, Lautstärke, nö. Audio, Videoqualität. Ja, passt. Audio. Nö. Kamera.
Ja, wie man sieht, die Kamera funktioniert. Aber funktioniert sie nur für Streams? Warum kann man hier Rückfahrt-Chat-Taste? Videoformat? Mikrofon und Audio anschließen. Screenshot-Format. Trophäen. Wieso? Na, das ist ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Okay. Leute. Gut. Die Kamera läuft. Ist angeschlossen. Ja. Scheint alles gut zu funktionieren. Wir werden die nächsten Live-Tipps wohl in Zukunft wieder kommen. Werde ich mir mal anschauen. Ja gut, Leute, das Ganze war es für das Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig dankbar sein, wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal was verpassen wollt. Könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit euch aus. Ciao, Leute.